Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Neun Spiele haben wir noch, neun Siege haben wir. Das heißt, wir brauchen noch zwei Siege aus den neun Spielen, um Gold 3 zu erreichen. Ich hoffe aber trotzdem, Gold 2 zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Dafür müssen wir jetzt noch vier Spiele aus neun gewinnen. Das ist ja schon für meine Verhältnisse gerade recht viel. Wie immer, versucht defensiv mich zu konzentrieren und gehe davon aus, trotzdem zu verlieren, wie es im letzten Spiel leider der Fall war. Leider waren auch die zwei Tore von den dreien, die er geschossen hat, eigentlich ganz gut rausgespielt, wenn auch die letzten beiden ziemlich pacig waren. Mal gucken, ob er in dem 4-4-2 spielt. Aber ich denke schon. Sieht fast so aus. Ja, nicht ganz so spektakuläres Team, außer jetzt die 90er. Der 90er Innenverteidiger. 4-4-2. Mal schauen. Sieht man nicht so häufig. Gut gemacht mit Tolisso. Indirekter Pass auf Werner. Merkwürdiger Laufweg von Werner. Glück gehabt. Knapp. War ganz krass gespielt. Aber ich glaube, der Gegner hat es auch nicht so gut verteidigt. Dahin soll er eigentlich nicht köpfen, aber ging ja noch gerade so gut. Rennt auf jeden Fall gern, das sieht man schon mal. Ah, jetzt hat er mal nicht nur stupide den Ballführer gesucht. Ich denke, ist was drin, mal schauen. Aber ist jetzt keiner der allerschlechtesten Sorte, wo ich sage, hier kann nichts Schlimmes passieren. Da hat gut aufgepasst. Schade. Danke.
versuchen sollen, den Schuss abzubrechen. Vielleicht nochmal abspielen können. Was? Den habe ich echt schon drinnen gesehen. Scheiße. Hat er echt schlecht verteidigt. Jetzt, na also. Sehr schön. Schöner Treffer mit Tolisso. Ja, ein wichtiger Sieg. Dann brauchen wir nur noch einen Sieg aus 8 Spielen, um wenigstens Minimalziel wieder zu erreichen. Gold 3. Schön gemacht mit Ginter. Deckt auf jeden Fall nicht immer gut den Raum zu. Schade, er nimmt einen Torhüter noch einen Ball weg, weshalb es eine Ecke gibt. So, der Gegner hat nullmal geschossen. Ich will nicht, dass es wie im letzten Spiel ist, dass wir dann trotzdem noch 3-1 verlieren. Oder 4-1 oder wie auch immer. Es geht aber nur, wenn... passen müssen. Danke, Schiri. Boah, das war doch ein Foul. Jetzt grätscht er nur noch, oder was? Jetzt bricht er ab. Passt auf, er bricht ab. Ja? Die Grätschen vorher? Ja, da hab ich gedacht, dass jetzt abbricht. Mal gucken. Aber ich glaube anscheinend doch nicht. Jetzt hat er schon Pause gedrückt oder wäre einfach raus. War natürlich ein Lackertor. Dafür, dass wir echt, weiß ich nicht, gefühlt 4 gegen 2 gespielt haben. Ja, bricht doch nicht ab. Aber ich denke, beim 3-0 bricht er ab, falls wir es hinbekommen. Vor allem, wenn wir es jetzt recht zügig hinbekommen würden. Oh, fuck. Oblak, auch lange nicht mehr am Tor gesehen. Wieder so ein scheiß Laufpass, den ich nicht eingegeben habe. Das fällt auf jeden Fall komplett auseinander. Merkt man schon.
Schade. Komm, ein Tor noch. Vor allem jetzt ganz wichtig, kein Gegentor fressen, weil dann wird er nämlich wieder besser spielen. Ich kenne das von mir selber. Ich habe gedacht, dass jetzt hier von daneben grätscht. Schade. Nicht rausschlagen, habe ich doch gar nicht eingegeben, Mann. War auch keine Situation, wo das Sinn gemacht hat. Hatten eigentlich mit Sokrates schon den Ball. Zum Glück kein Gegentor. Aber trotzdem, jetzt hat er wieder Luft gekriegt. Nochmal dran geschnuppert, hier doch noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Jetzt wird es wieder schwer. Oder schwieriger, sagen wir so. Hat er selber geschlänzt, war ich nicht. Ich habe ganz normal geschossen. Krass gemacht von Alaba, auch wenn es nicht zum Ballbesitz führt. Lookflanke, darf nichts Gefährliches draus passieren. Scheiß Ballannahme von Arangis. Mist, wir haben es nicht konsequent genug gespielt bis jetzt. Ich meine, ich denke trotzdem, dass wir jetzt gewinnen, ehrlich gesagt. Aber nicht so, wie wir das hätten tun können. Weiß ich nicht, warum man den Laufpass so weit spielen muss. Oh, was? Sowas von faul war das gerade eben? Mann, Mann, Mann. Alles Zeit für mich. Danke. Das hat er großartig gemacht. Oh, also jetzt spielen wir es echt scheiße. Wir spielen mit Sicherheit jetzt trotzdem das noch aus und gewinnen, aber wir spielen es gerade richtig beschissen, ey. Er spielt es zum Glück auch schlecht. Deswegen ist es nicht so schlimm. Wir hätten wahrscheinlich Zeit sparen können, wenn wir es konsequenter gespielt hätten. Och Mann! Alter, was war denn das für ein Pass? War das Origi? Mega schlecht! Nee, Bailey war's! Was für ein Kackpass! Und der war vor allem super einfach mal wieder. Nicht so schwer sein. Was ist denn jetzt los? Also ich habe sowas von den Faden verloren. Das ist krass. Muss mal konzentrieren, wenigstens noch ein Tor schießen. Tunnel, okay, haben wir Glück. Und Eigentor, Eigentor, Eigentor. Sehr geil.
Sehr, sehr geil. Schönes Eigentor provoziert. Sonst wäre auch Bailey da gewesen. War auch so dumm, dass er den Torhüter da raus und dann hätte er das Tor nicht gefressen. Aber ich meine, ist natürlich egal. Oder war sogar Bailey noch dran? Nee, Quatsch, wären wir mit Bailey jubeln gerannt. Nee, es war ein Eigentor. Zählt jetzt als Vorlage für Werner? Ich glaube nicht, oder? Was ist los? Und mach wirklich noch ein 3-1, Ehrentreffer, Glückwunsch. Gut, dann jetzt hoffen wir mal, dass wir mit den Brasilianern das auch hinbekommen. Hätten wir zumindest schon mal Gold 3 sicher. Tore Arangues und Tolisso Vorlagen. Warum zählt denn das nicht als Vorlage bei Werner? Er hat doch nun eindeutig das Eigentor provoziert, verdammt. Egal. Verdient gewonnen. Ah, noch 8 Spiele. Einen Sieg brauchen wir erstmal noch. Krass, wir haben sogar noch eine theoretische Chance, Elite 3 zu werden, fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt alle 8 noch gewinnen würden. Aber davon gehe ich nicht aus. Wie gesagt, ich hätte gerne Gold 2, da bin ich ehrlich. Oh, nee, kein Bock auf Gelb. Okay, dann viel Spaß. Die Trikots haben mir beide nicht gefallen. Ja, das geht. Ist der gleiche Spieler, aber egal. So, Team ist okay. Hat ein paar geile Spieler drin auf jeden Fall. Mkhitaryan, Son in Form, Jesus, Ibrahimovic, ah, Loris, nervt ein bisschen. Schauen wir mal. Konzentrieren. Vor allem auf die Abwehr konzentrieren. Ich gehe davon aus, dass ich verliere. Hat ja auch ein ziemlich gutes Team. Ich natürlich auch, aber ich spiele gerade einfach nicht so gut. Wir machen unser Bestes. Direkt die erste Ecke. Gut hingestellt. Leider kriegt der Gegner den Nachschuss. Scheiße. Da war leider schon wieder zu der Passweg. Oh. Gustavo läuft nicht hin wieder. So bitter. Es ist ein guter Spieler, aber ich denke, er wird verlieren. Das ist bestimmt schwer. Okay, die Schusstäuschung hat sich mal gelohnt. Erster Schuss mit Firmino, das Ding ist drin. Das war mal eine gute Schusstäuschung, aber trotzdem will ich die eigentlich in der Position da nicht so oft machen, weil sie meistens total die Hose gehen. Und der Schuss war natürlich schwer und krasses Tor, Firmino. Es war auch nicht gut rausgespielt oder so, sondern einfach nur individuelle Klasse. Muss halt auch mal sein. Ich meine, solche Tore fressen sich ja auch die ganze Zeit. Dafür hat man ja solche Spieler. Nun gut, wenn man führt, hat man immer die Möglichkeit zu gewinnen. Vielleicht schafft man es ja doch irgendwie gegen ihn, aber das wird nicht reichen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es ein Spiel wird, was ich dann verliere, obwohl wir es
geführt haben. Ja, ich habe schon viel eher gedrückt, aber da war Firmino irgendwie so bedrängt, dass er es nicht gemacht hat. Und dann ist halt leider das dabei rausgekommen. Das geht schon wieder nur über Außen und über Pace. Das war scheiße. Spät. Hey, Ibrahimovic, gerne Distanzschüsse zu probieren. Hat mir nicht gefallen, wie wir das verteidigt haben. Schön gemacht von Neto. Scheint generell gerne aus der Distanz zu schießen, wie es aussieht. Wenn da jetzt das 2-0 gefallen wäre, das wäre schon viel wert gewesen. Hat gerade Neymar zum Gegner geköpft, ich glaube. Schießt von überall. Das ist auf jeden Fall jemand, der gerne rennt. Aber das führt dann halt auch häufig zu irgendwelchen Stellungsfehlern. Und dann kommt halt sowas bei raus. Nice! Raphael, das 2-0 ist ultra viel wert. Ist immer noch nicht sicher, dass das Spiel gewinnt, ist auch erst die erste Hälfte, aber es ist richtig viel wert gewesen. Was gewesen? Das ist richtig viel wert. Das ist ja gerade erst. Es war auch ein schwieriges Tor. Also es ist aus dem Winkel, den so reinzuschießen, da schießt man eigentlich eher ins kurze Eck. Sehr geil. Ich gehe auch direkt auf sehr defensiv. Jetzt konzentrieren auf die Defensive. Komm, du musst jetzt keine Tore mehr schießen. Du darfst einfach keins fressen. Das reicht. Ja, er schießt gerne aus der Distanz. Scheiße, schlecht gedribbelt. Reinhol wäre super geil gewesen, vielleicht hätte der Gegner sogar abgebrochen. Und, oh, schöner Kopfball, schade. Ist wahrscheinlich erstmal ein Todeskonter. Oder auch nicht, geil, krass.
Hätte ich nicht gedacht. Klar, wir hatten auch Glück, gerade das erste Tor, eigentlich auch das zweite, ich meine, das zweite Tor haben wir uns in eine gute Position gespielt. Es war gut rausgespielt, der Gegner hat auch einen Fehler gemacht, aber trotzdem ein super schwerer Abschluss, den macht er auch nicht immer. Und beim ersten sowieso. Boah, Glück gehabt. Das war eine ähnliche Situation wie. Wie ich beim 1-0 und der hat halt nicht das Glück gehabt, dass er reingeht, sondern. Komm! Wieder nicht gesteuert, Casemiro, er geht nicht zum Ball. Das kann man doch wenigstens mal programmieren, dass wenn der Ball frei liegt, dass die selber hingehen. Mehr muss es doch nun nicht sein. Aber ziemlich oft aufs Tor. Meinten es auch keine hundertprozentigen Torschancen, die er sich rausspielt, deswegen ist erstmal nicht so viel zu sagen, aber er verliert halt echt super selten den Ball, bevor er in der gefährlichen Zone ist. Das ist halt ein bisschen nervig. Jetzt mal. Dann hat er auch einfach einen Fehlpass gemacht, den habe ich mir jetzt nicht erarbeitet oder so. Wieder Fehlpass. Grätschen funktioniert eigentlich auch gar nicht bei ihm. Bis jetzt. Ist immer im richtigen Moment weg. Schön gesehen. Krass gehalten, aber gut rausgespielt. Oh, Mist. Hätte auch mal machen können. Schade. Ja, komm, brech ab. Brech ab. Willian, endlich mal ein geiles Tor von ihm. Krass, ey. 3-0 gegen den, das hätte ich nie gedacht. Aber wir hatten halt auch einfach ein bisschen Abschlussglück, muss man sagen. Das Spiel hätte ganz anders ausgehen können. Der Gegner hätte auch Abschlussglück haben können und es hätte am Anfang 2-3 von Gegner stehen können. Naja, jetzt ist das Spiel eigentlich durch, aber nicht einbrechen, weil er hatte so viele Torschancen. Es waren halt keine hundertprozentigen, aber hat auch einen Alu-Treffer. Es waren trotzdem Distanzschüsse, das scheint ein bisschen sein Ding zu sein. Wird bei seinen Spielern, die er hat, bei seinem Spielermaterial wahrscheinlich auch ziemlich oft funktionieren. Haben wir lange nicht mehr gehabt beim Feld. Willian Vorlage, zwei Scorerpunkte.
Aber je mehr Tore man hat, desto einfacher wird's. Gegner macht auf, ist angepisst, etc. Kenne ich ja alles selber. Bin gespannt, was nächstes Mal im Team der Woche ist, weil eigentlich will ich mir jetzt als nächstes Firmino holen. Also den Firmino verkaufen und mir dann den besseren holen. Ich wollte mir eigentlich auch schon lange Vidal holen, aber dadurch, dass ich halt zur brasilianischen Mannschaft gewechselt bin, brauchte ich die Kohle halt für die Brasilianer und konnte mir nicht Vidal holen. Boah, krass. Das ist eigentlich gelb. So, wir führen 4-0. Eigentlich ist auch nicht der Spieler, mit dem ich da direkt schießen will. Ey. Man kann so vergessen, diese Freistöße. Die sind so. Boah, ich könnte mich jedes Mal wieder aufregen. Diese Scheiße mit der. Boah, ey. Krack. Kann man das nur so unkonstant programmieren, dass man einfach null einschätzen. Dass man einfach null einschätzen kann, wo zur Hölle dieser Freistoß landen wird. Selbst wenn man. Ich meine, klar, der hatte jetzt nur 81 Freistoßpräzision, aber. Selbst wenn man welche hat mit 90, ist es ja nicht mehr, man weiß es nicht, genau die gleiche Situation, genau die gleiche Position, er geht kilometerweit drüber, genau die gleiche Situation, man zieht genau gleich auf und beim letzten Mal ging er drüber und diesmal geht er mitten in die Mauer, also war wieder noch nicht straff genug oder so, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Mache ich den Weg schon auf mit 100 Grätschen, dann schaffst du trotzdem nicht. Er spielt bis zum Ende total konsequent weiter, das ist krass. Würde ich nicht schaffen. Würde dann irgendwann auf jeden Fall Wutgrätschen einsetzen. Aber egal, wir haben Gold 30, da fällt mir gerade ein. Cool. Nice, Gold 3. Und jetzt brauchen wir aus 7 Spielen 2 Siege für Gold 2. Ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Woche war. Da hatten wir auch noch relativ viele Spiele übrig. Hatten dann aber es nicht geschafft, 14 Siege zu erreichen. Und hatten halt. Ja, hatten die ganze Zeit dann 12 Tore. Zweimal von Minio, Raphael, Willian. Der ist auch, Willian ist auch Man of the Match, sehe ich gerade. Oder hat 2 Vorlagen gemacht, alles klar. 1,6. Sehr schön. So, Gold 2. Come on, 2 Siege. Ach ja, ich will noch schnell gucken, wie viel William jetzt Scorerpunkte hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ach so, es sieht gar nicht so schlecht aus. 5 Scorerpunkte. Ich meine, er hat gerade 3 gemacht, klar. Aber 5 Scorerpunkte in 7 Spielen und ich glaube, wir müssen auch 1 oder so abziehen. Und selbst ohne jetzt die 3 in dem Spiel hätte er 2 in 7 Spielen, was okay ist. Und ich glaube, eines Mal abziehen in 6 Spielen wäre noch okayer. Bis zum nächsten Mal.